Brauchst du Hilfe? Nee, nee. So, es gibt hier nirgendwo Lichtbugs, ne? Boah. Ich hab dir mal eine Treppe gebaut, falls du. Man, ich kann nicht heller machen, da sieht man mal da hinten. Boah, wie da. Boah, da ist ja noch mehr. Aua. Habt ihr genug Eisen gefunden, ne? Nö. Mm-mm. Ich meine, wir sterben hier gerade. Achso, na, das ist gut. Besser, ich sterbe gerade. Ich habe nämlich kein Essen. Also schon, aber kein Leben. Tja. Marcel, komm, hier ist Kohle. Du musst mich ein bisschen beschützen. Ja, ich mach die Platte. Ich würde aber gern zu euch kommen, aber ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Jetzt ist Stress nicht. Ich muss zusammenbleiben. Dann komm schnell zurück, ich baue da so einen Erdblock hin. Du musst gerade selber sicher nicht drauf gehen, ey. Aber wie viel sind das denn? Marcel und ich gehen zwei Glücksraucher. Das waren drei Stück. Okay, drei. Jetzt muss ich mich von verdorbenem Fleisch ernähren. Komm, regenerier dich, Typ. Schieß euch gegenseitig ab, das ist gut so. Oder? Toll, jetzt ist das Schwert schon kaputt, willst mich verarschen? Die Skelette ballern sich da gegenseitig ab. Ja, toll, ich kann direkt mal wieder hochgehen, ey. Mann, ich brauch Fackeln. Oder bau mal ab und dann mach mal Fackeln. Ja, warte. Ich mach mal grad Sticks. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Zockenspawner. Ich hab schon. Ja, ich hab aber immerhin Sticks. Warte, hier, guck mal, 32. Weißt du was, wir können auch die hier auch mal abbauen. Hier, weil ein paar von denen brauchen wir schon. Komm, stirb, du Drecksviech. Ein paar. Ach, ich hab mal Hier ist Kohle. Geil. Hi Kevin. Hallo Domi. Komm, wir gehen mal hier lang. Hier sind Marcel und ich vor ein bisschen lang gegammelt, sag ich mal. Ich gammel mal hier lang. Ich werd direkt von der Spinne angegriffen. Hat jemand von euch Essen dabei? Ich hab nichts. Ja, ich hab ein gebratenes Fleischding. Marcel hat schon wieder einen Pfeil im Bauch. Ja, ich hab einen hinten drin und wieder im Kopf. So, bauen wir mal das Eisen hier ab, schön. Ey. Kevin, guck mal. Ich hab Lapis. Captain Einhorn. Ja. Captain Einhorn. Ja, guck. Ja. Was ist denn hinter dir? Der Zombie steht genau hinter mir und der macht mir keinen Schaden. Tja, sei froh. Ich mach mir jetzt erstmal Fackeln. Und ein Schwert sollte ich mir machen. Ja. Sehr gut. Das heißt, ich muss mir erstmal eine Werkbank produzieren. Ja, wir müssen dann noch in den Nether. Ja, das müssen wir auch noch machen. Aber wir haben ja noch Zeit. Ich später in den Nether. Ja. Also, ich weiß nicht, wie ich das schaffe, aber ich habe schon wieder eine Kiste gefunden. Was ist drin? 6 Melonenkerne, also scheiß eigentlich. Soll ich Lapis einfach mal abbauen? Scheiße, was? Oh. Alter. Hä? Den kannst du mit Ding abbauen, mit Stein, das geht. Nee, mit Eisen. Kevin, kannst du die Kiste abbauen? Nee, mit Stein. Was denn, Dobby? Wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Da ist eine Höhlenspinne. Ja, geh da weg. Was hast denn sie jetzt wieder weggemacht? Da kann man doch da lassen, Mann. Was? Wasser? Nee, die Fackel. Gold, du hast Eisen. Ich will auch eine Eisenspitzhacke. Ich fühle mich diskriminiert. Warum ist da Lava eigentlich? Aber wir nicht weiter können. Ah, hier du blödes Dreckstück, Mann. Du blöde Kanackische. Ich hab gesagt, geh weg. Ja, ich war eingesperrt, ich konnte das Thema machen. Kennen wir doch schon aus den frühen LPT-Folgen. Wir spielen auf normal, mal kurz, ne? Die Lava ab. Wir spielen auf normal, auf normalen Schwierigkeitsgrad, ja? Also tun die dich vergiften? Ja. Ja, gut. Tun sie doch eigentlich immer. Schaden. Nein, auf einfach nicht. Richtig. Auf abnormal erst. Das wusste ich nicht. Weil ich habe nämlich am Anfang ja auf normal gespielt. Und da haben die Cavs-Werder mich halt nie vergiftet und das war halt auch manchmal ein bisschen komisch. Da hab ich erstmal das verrottene Fleisch. Und ich wenigstens ein bisschen regeneriert. Jetzt stehst du neben denen. Und trotzdem machen die mich nicht kaputt. Was ist das denn? Ich finde das irgendwie sinnlos. Eisen. Und Gold dahinter, das ist ja schön. So, da war ich mal kurz die Nase reinigen. Hatschi. Nee, mit Taschentuch. Ja, mein schon. Kevin.
Helf mir, die Giftspinnen sind hinter mir schon wieder her. Ja, was gehst du halt auch dahin? Was ja, mein Schwert ist gleich kaputt. Ja, meinst du schon lang kaputt? Nehmen wir nochmal ein paar Schienen mit, weil das müssen wir auch noch zeigen. Jetzt mal aber weg, danke schön. Das mit den Schienen, das müssen wir dann auch noch zeigen. Ja, also meine ganzen Sachen sind jetzt endgültig weg. Warum? Ja, weil da hinten Giftspinnen und ein Skelett ist. Achso, weil du so weit reingelaufen bist. Ja, ich war eingesperrt. Oder kann ich kurz in Kreativmodus gehen und das Zeug holen, ne? Ja, weil wenn du willst. So streng nehmen wir das ja jetzt nicht. Ist da nicht das LPT oder ein Let's Play oder was auch immer? Wie kann ich das nochmal machen? Da. Ich muss richtig eingehen, ne? T/. Game Mode 1 X-Craft X. Ah. Mann, die Musik passt ja voll gerade. Okay, so geht's auch. Ja, hat hier unten alles niedergerissen, gerade. Zack. Kohle. Weiß ich. Ich hab Kohle übersehen. Enderman. Oh, ich hab Kohle und Melonensamen. Du hast da ein Enderman übersehen. Vor mir. Ist ein Enderman. Und ich hab eine Enderperle. Ist das schön. Können wir jetzt das Skelett hat mir mein Schwert geklaut. Aber mein Schwert ist jetzt weg. Ja, meins ist auch weg. Ey, Kevin, wenn so ein Eisenschwert auf dem Boden liegt und ein Skelett kommt, dann kann dir das Skelett das Eisenschwert wegnehmen, also wenn du gestorben bist. Und wenn du es, also das hat es dann in der Hand, und wenn du es tötest, bekommst du es wieder. Das ist bei Zombies auch so. Ist ja scheiße. Die nehmen Items auf. Wenn sie despawnen, können die dann eigentlich noch despawnen? Jo. Ist ja scheiße. Wenn sie despawnen, nehmen sie das Item mit, aber bis jetzt war das bei mir nur immer unwichtiger Plunder, den ich nicht brauche. Von dem hier. Ist ja ein Scheiß, finde ich eigentlich. Kevin, ich hab mal den Spinspawner weggemacht, ne? Ja. Ja, die brauchen wir sowieso. Ah, hier ist noch Eisen und Gold. Oh, schon wieder eine Kiste. Was war das? Kürbiskerne, seit wann sind die weiß? Redstone 4 Stück und 3 Brot. Ah, Redstone. Oh, Redstone ist gut. Soll 4 Stück. Ich glaube, die Musik passt irgendwie nicht so ganz für Höhlen. Doch, ist ganz gut. Ich wechsle gerade mal Volker auf die Nacht-Playlist. Volker Musik passt hier voll gut. Ja, ich habe nur deine Nacht-Playlist und die ist irgendwie gar nichts. Die ist ein Scheiß. Ja, doch, die Musik geht eigentlich gerade. Wo seid ihr? Irgendwo. Ich könnte höchstens ein bisschen Zelda-Musik auflegen, Schattentempel-mäßig und so. Also die Musik geht gerade. Ich könnte es ja mal kurz in die Dauerschleife packen. Toll. Warte, ich muss gerade nochmal Audacity Vordergrund machen. So. Damit ich auch sehe, ob das schön aussieht da. So, was gibt's hier hinten so? Ich habe nur noch 5 Fackeln, kann man ja neu machen. Ich habe nur noch 9. Hier ist, glaube ich, der Boden von der oberen Decke weggegangen. Guck mal, wie sich das Wasser gebackt hat. Wie? Ja, guck mal, hier hinter dir. Guck mal, es läuft hoch, läuft einen halben Block hoch und läuft dann hinten weiter. So, ich finde, das ist die einzige Musik, und zwar die Musik vom The Legend of Zelda Ocarina of Time. Da war mal Lava. Der Jups. Schattentempel, das ist irgendwie die einzige Musik, die würdig ist in einer eine Höhle gehört zu werden. Bloß nach einer Stunde geht's halt ein auch auf den Sack, ne? Ja. Ich glaube, man hört euch gerade nicht so dolle. Deswegen muss ich das hier mal ganz kurz ein bisschen volumisieren, so. Ich mach mal hier das Wasser aus. Und ich baue mal hier Eisen ab. Und ich hasse es, mit einer Steinspitzhacke abzubauen. Oh, da will ich hin. Da will ich hin. Mann, ich geh da rein. Hauptsache Kohle haben wir genug, ne? Dieses Loch, also jetzt komm doch. Ey, geh in dieses Loch rein jetzt. Hallo? Jetzt geh doch rein, Mann. So, geht doch. Du, da kommst raus. Es sieht aus, als ob Kevin hier oben noch nicht war. Hier ist auch Eisen. Ist doch schön. Ja, hier ist auch Eisen. Oh, das. Was ist denn hier? Nichts. Weiß noch jemand außer mir, wie der Weg nach Hause ist? Ja, ich weiß, wie der Weg nach Hause ist. Zum Glück, weil ich weiß es nicht. Und wenn nicht, dann grabe ich mich einfach nach oben. Dann weiß ich auch, wo der Ausgang ist. Also ich weiß aber, wo der Ausgang ist. Ich bin schon Level 10. Ich
Ich bin Level 13, bin besser wie du. Witzig. Eisen! Das ist aber jetzt meine Höhlenplaylist-Musik. Das passt aber mal wirklich. Voll in die Höhle. Endlich mal eine richtige Musik hier. So, ich weiß, wir nehmen hier jetzt eine Stunde auf und noch nichts haben wir gesehen von den neuen Features. Das ist schon eine Stunde? Boah. Ja, ist echt krass. Ich glaube, wir werden das Ganze mal mit Creative etwas beschleunigen, wenn wir hier nicht bald Redstone finden. Warum und so. Wie lange haben wir denn da aufgenommen? Nicht allzu lang. Das war nicht so lang. Wir können ja noch ein paar neue Features besprechen, und zwar, ja, das Interface neue Befehle hinzugefügt. / Test vor, was das auch immer ist. Ich glaube, Redstone müssen wir uns cheaten, weil ich finde hier kein einziges. Sonstiges, verbesserte Todesmeldung. Beinhaltet nun den Grund des Todes, den Namen des Spielers gegen den Gestorbenen. Aber ab, sonst traue ich dich. X-Kraft X schubst die Kegel von einer Klippe. Das steht dann bestimmt da. Oder? Ja, lass mal austesten. Im Creative-Modus können NPCs nun aus einer Entfernung von 5 Blöcken geschlagen werden. Ich soll mal lieber einfügen, dass man die mit einem Schlag töten kann. So, Blöcke und Items. Und zwar gibt es jetzt einen Redstone-Block, der bewirkt, gibt ein konstantes Redstone-Signal aus, kann mit Kolben verschoben werden. Das ist schön. Nee, wir werden den wahrscheinlich nur dazu benutzen, um unsere Kiste zu entlasten, damit wir noch mehr Redstone einsammeln können. Das auch. Nee, das ist auch gut, weil du kannst ja Redstone-Fackel nicht bewegen. Die sind ja immer fest und die sind ja selten auch ein dauerhaftes Signal aus. Und beim Redstone. Also ein Redstone-Block ist halt sozusagen eine Redstone-Fackel, die du verschieben kannst. Ja, nur die kannst du halt nicht ausmachen. Naja. Aber sonst. So, hier hinten ging es lang irgendwie, glaube ich. Ja, hier ging es hoch. Machen wir nochmal eine Fackel hin. Schiebt ein Creeper rum, ist ja schön, ich habe kein Schwert. Aber. Macht mir irgendwie nichts, ist ja auch gut. Ich hack ihn jetzt mit der Ho. Also Obsidian hätten wir schon mal gefunden. Ja, ich bin 2 Meter weit weg. Bei Marcel hat er so Bumm gemacht. So, da vorne ging es dann hoch. Ah, der Bumse macht und unten ist er. Wenn ich da hochkommen tu, Mann, jetzt geh hoch. So, dann ging es dann hier lang. Oder auch nicht. Hä, wie ging es dann weiter, bitte? Ja, also Redstone werden wir uns cheaten wahrscheinlich. Ja, glaube ich auch. Weil hier ist absolut gar nichts. Ich meine, wir sind auch viel zu hoch dafür. Aber wir finden hier auch keinen Weg runter. Marcel, ich denke, wir sollten mal zurück in die Schlucht gehen. Ich gehe ja gerade hin. Gut, dann werde ich dir dorthin folgen. Dann komm her. Und da ist ein Creeper, bitte mach den platt. Ich habe nämlich kein Essen. Hilfe, ich kann nicht mehr rennen. Jetzt hängt er da im Netz fest, ist gut. Kann ich wenigstens noch was essen. Du Schwuchtelhunde, du. So, dann war das hier. Lass mich jetzt da raus. Jetzt wäre ich katholisch, mein Freund. So ging es dann hier hoch. Yay. Wo willst du denn lang, Kevin? Hä? Wo willst du denn lang? Ich bin hier runter. Hinten, glaube ich, ist gerade hinten eine Fledermaus explodiert. Jetzt Gold. Dominik, komm mal runter und bring eine Spitzhacke mit. Eisen. Jo. Ja, habe ich. Ich tue erstmal mein ganzes Zeug ablagern. Oh, da ist Lava, da ist Lava. Sonst ist alles weg. Und ich kann vielleicht mal... Wo denn? Ein Hopper, nee, wie heißt der? Ein Richter mal machen, vielleicht. Die Kiste wird... Ja, ich habe 52 Eisen, das sollte reichen. Hör bei weitem. Ich habe 22. Und dann noch 64 Kohle. Also das sind... Plus die 37, die noch in der Kiste drin sind. Was oder? Okay. Ey, aber das Gold hat sich echt vermehrt. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, dagegen habe ich nichts, muss ich sagen.
Ach, hier kommen wir wieder hoch in den Minenschacht. Jetzt hab ich Kohle weggetan. So. Das mal reingetan. Ach, gucken wir mal, was das hier draußen so macht. Ey, ich war da hinten und auf einmal kommen von dem Wasserfall zwei Creeper runter. Wow. Mal hart. Ja, bringt hier ja nicht so viel. Ich gehe mal wieder zurück in die Schlucht. Also zwei bis drei sind es ja genau. Zwei bis drei. Also es sind nicht nur immer zwei, sondern zwei bis drei Knochenmehl sind es jetzt, die man braucht. Man verbraucht jetzt zwar viel mehr als sonst, aber ich finde es eigentlich besser so. Oh ja, hier soll es recht sein. So, ich stell mal kurz das Wasser da oben ab, das ist ja lästig. Obwohl, es ist wahrscheinlich unser einziger Weg, wieder hochzukommen. Deswegen lasse ich mal die Fontäne. Ja, wie man das auch immer hier nennen kann, Fontäne ist es nicht, nee. Hey. Ich wollte noch kurz hoch. Aber ich schotte das Wasser hier mal ab. So, genau wie die scheiß Lava hier. Dann können wir uns jetzt hier wenigstens mal bewegen. So. Bräuchte das Eisen. Komplette Eisen, danke. So einigermaßen. So, also nicht der einigermaßen. Also doppelt schon eine Kiste. Du hast angefangen. Also, jetzt man, also wie man einen Trichter macht. Man macht hier schon wieder Gold. Und dann eine Truhe da rein, dann kriegt man dann einen Trichter. Warte, wir müssen das dann aufmachen. Beziehungsweise ich, und was macht Dominik gerade? Weiß ich nicht. Also so macht man einen Trichter. Hier, da zwei Eisen, da unten Eisen, in der Mitte eine Truhe. Und dann kriegt man einen Trichter. So, ich mache mir jetzt gerade mal erst einen Ofen. Dann hätte ich mal hier. Brennen mir jetzt Trichter. Hier mal den Ding und dann komme ich auch mal wieder hoch und dann schauen wir mal, was haben wir noch für neue. Das ist das erste neue, dann. Der Redstone-Block, gewichtete Druckplatte, genau, die werden wir dann auch mal machen. Ah da, gewichtete Druckplatte, schwer. Mach ich sie mal? Ich mach die einfach mal, so, ich brauch Gold. Ja, ich mach das dann auch gleich. Gold. Braucht man dafür Gold? Ja, für die leichte. Für die schwere brauchst du Eisen. Hier. Gewichtete Druckplatte, leicht. Der Unterschied ist einfach nur da. Gib bei mir nicht auf. Dass du für die eine, also da musst du glaube ich ein, nee, also hier auf die goldene musst du glaube ich ein Stack draufschmeißen, damit die das meiste macht und auf der anderen musst du, keine Ahnung wie viel draufschmeißen, ich weiß das nicht so ganz. Das geht nur mit Items. Wir brauchen Redstone, hast du Redstone? Die goldene Druckplatte gibt das maximale Signal bei ca. 60 Items aus, die eiserne Druckplatte gibt das maximale Signal bei ca. 600 aus. Auf welches? Geh mal her. Übrigens, wir haben es ja vorhin mal einfach so gemacht, ne, Marcel? Da. So, das schmeißen wir jetzt einfach mal so. In dem Plattenspieler, im Creative, jeder weiß, was passiert, wenn man das macht, da vermehrt sich die Schallplatte und wir haben das einfach mal bis ins Extreme gemacht. Bis wir dann da 1000 Schallplatten am liegen haben. Ne? Ja. Diese lästigen scheiß Fledermäuse hier sollen abhauen. Sonst ich Hobbys suchen. Aber wir machen jetzt erstmal die goldene, wir haben halt jetzt nicht so viel. Lass es nochmal dran. So, mach das da hinten mal dran. Oder hast du nichts? Was? Nee, ich hab nichts mehr. Jetzt machen wir Gold drauf. Guck, dann vermehrt sich, guck mal, wie schnell sich das da voll macht. Jetzt warte ich doch. Und wie viel? 1, 2, 3, 4, 5. 5 für die zweite Stufe. 6, 7, 8, 9. 9 für die dritte. 10, 11, 12, 13. 13 für die vierte Stufe. Okay. Was passiert dann? Ja, der wird das Redstone-Signal. Du musst da halt so und so viel machen, so draufschmeißen, damit es. Das ist eigentlich nur für Adventure-Map eigentlich geeignet. Kannst du eigentlich bestimmen, wenn da jetzt halt Items von der Erntemaschine drauf liegen, dass sie dann gleich durch den Dropper da rein so. Obwohl, nee, das geht ja automatisch, ne? Das geht automatisch. Guck mal, wie stark das wird, ey. Ja, bist du die volle. Du musst so einen Stack raufwerfen, dann ist es das meiste. Beim anderen sind es, wie viel hast du gesagt? 600. Ja, also das können wir jetzt nicht zeigen, da haben wir nicht so viel. Oh, 600 Items muss man hier drauflegen. Dann ist sie auf volle Stufe. Das heißt nicht, dass die... Ja, wie man jetzt einen Redstone
Also zuerst mal möchte ich ganz gerne. Jetzt am Block.